Shut up, John. Hallo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Poke MMO. Heute ist leider nicht die Anna dabei, sondern der gute alte Mike. Ich stelle ihn euch mal vor. Hallo! Boah, Alter, das ist so laut, ne? Ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben bei... Wo sind wir stehen geblieben? Keine Ahnung, ich hab nicht mehr dick. Ach genau, ich bin jetzt bei dem Opa hier. Cool. Genau, ich muss jetzt weitergehen. Ich versuche dann so lange zu dir zu gehen, ne? Ja, ich bin in Route 2. Ich weiß, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, als du angefangen hast, in diesem Wald. Ja. Da bin ich jetzt mit diesem Account. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard enough. Okay, ich sollte wirklich aufhören zu singen. Ja. Oh, ich werde angegriffen von Raupi, oder wie die heißt. Cutie Pie. Go, Squirtle, go. Fight. Tackle. Bitte gib ihm nicht einen One-Hit. Ich will ihn noch fangen. Bitte bleib am Leben. Oh, okay, gut. Gibt's irgendwie eine Regel beim Fangen? Ich habe so lange kein Pokémon mehr gespielt. War das nicht so irgendwie mindestens orange oder so? Und dann sind sie sicher oder so? Keine Ahnung. Pokéball! Denk mal, die Chance ist erhöht, wenn der auf orange ist. Oder auf rot. Aber der ist Level 4, ich bin Level 8, also ich denke mal. Ah, ich kann gefangen. Gar nicht zu dir, ne? Das ist abgesperrt. Ich brauche Zerschneider. Oh, dann hol dir erstmal Zerschneider. Yay! Lovely Potato XL found one potion. Wollen wir mal ein Battle machen? Ich bin ja gar nicht so weit. Genau, du mit deinem Level 200er. Du hast es doch nur gesuchtet, seitdem ich es dir gezeigt habe. Ja. Ach, wo habe ich Poké-MMO eigentlich auch voll leise? Ja. Jetzt soll ich es auch mal. Obwohl, nein, dann kann man dich nicht mehr hören. Ich glaube, so ist ganz gut. Oh mein Gott! Er kommt mit so einem Weedle. Ich lese immer nur Weed. Okay, der war jetzt schlecht. Was? Ist das so? Oh, lass mich. Ich will ein Fahrrad. Aber ich weiß noch nicht, wann ich... Nein, jetzt habe ich mich verklickt wegen dir. Du Arsch! Sprinten reicht doch voll, obwohl auch Fahrrad ist richtig heftig, ne? Ja. Oh mein Gott, mein Shigi stirbt. So schnell wie ein Motorrad. Lol. Ich will auch diese coolen Flügel und so haben, weißt du? Ja, dann gib mal schön Geld aus. Nö, okay, hat sich erledigt. Wolltest du gerade noch aufhören mit singen? Ja, irgendwie schon, ne? Oh yeah. Das Ding ist, vielleicht sollten wir uns mal ein Gesprächsthema raussuchen. Das da wäre... Warum sind? Ich hab keine Ahnung. Ach geil, ich bin jetzt hier bei Team Rocket. Oh. Ja. Yeah. Nein, die aus der Serie? Schwöre. Ja, die nicht aus der Serie, die aus der Toilette. Ja, ich bin gleich durch den Wald durch. Oh. Ja, dann treffen wir uns dann vielleicht. Oh, ich wurde angegriffen. Das ist dann das Highlight, ne? Wenn wir uns treffen? Ja. Oh mein Gott, dann werde ich das so ausrasten lassen beim Schneiden, ne? Digga, die ganze Zeit so die Kamera ran raus. So, oh mein Gott! Das ist die Folge. Und zu treffen. Ja, Mann. Okay. Wir brauchen ein Gesprächsthema. Google mal nach einem Gesprächsthema, du nimmst ja nicht auf. Okay, warte. Bild.de. In Caps Lock schreiben, das Geo kommt immer gut. Isis hat sich selbst aufgespießt. Was würden wir nur ohne Beate, Hupsi und Co. machen? Nein. Da, hier, Streit ums Essen. Pizzamord am Kölner Hauptbahnhof. Warte, jetzt kommt's. Mario27 bestellte eine Pizza beim Pizza Hut am Kölner Hauptbahnhof um etwas zu essen. Nein. Oh! Und er stach den Verkäufer nach einem Streit. Also Scheiße.
Alter, wie bekrankt die Menschen sind. Bild erfuhr, nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass Mario F. sich über das Essen beschwerte, deshalb mit dem Mitarbeiter in Streit geriet. Die beiden stritten zunächst verbal, daraus entwickelt sich eine körperliche Auseinandersetzung, dann stach Mario F. plötzlich zu. Der eine Stich war tödlich. Das Opfer sackte zusammen, blieb in einer riesigen Blutlache liegen. Er erlag später seinen schweren Verletzungen. Jetzt muss ich scrollen. Das ist so eine Bildershow. Also ich weiß nicht, warum du lachst. Kurios. Kannst, der Messerstecher... Das ist krank, Alter. Ja, der Messerstecher soll nach Bildinformationen selbst die Polizei gerufen und behauptet haben, er habe nur Notwehr zugestochen. Nur zur Notwehr zugestochen, so. Okay, warte mal. Reanimieren wir das Ganze mal. Der Typ hat sich beschwert, dass die Pizza kacke war, sich gestritten, ihn abgestochen, danach die Polizei gerufen und gesagt, es war Notwehr. Dumm. Hab ich recht? Das, ja. Habe ich schon richtig verstanden, okay. Es war eine Taktik, um die Pizza umsonst zu bekommen. Aber immerhin, der Mann ließ sich ohne Gegenwehr von der Bundespolizei festnehmen. Eine Mordkommission ist eingerichtet. Warum? Er hat sich doch gestellt und alles gesagt. Warum sollte man jetzt da noch großartig... Das verstehe ich nicht. Wegen der kostenlosen Pizza. Oh, Mordkommission Pizza. Kennst du das, wenn du im letzten Gras angegriffen wirst? Ja. Mir gerade auch passiert. Okay, oder, warte. Dass du nach dem Kampf doch mal einen Kampf machen musst. Also nach dem ersten Schritt. Hier gibt's sogar Leute, die haben so Team Rocket Sachen an. Mann, aber ich will kein Geld dafür ausgeben. Ich finde das voll cool, aber es gibt für so ein Game doch nicht Geld aus. Was hältst du von Assassin's Creed Unity? Reden wir doch mal über die Themen, die wir hier auf meinem Kanal angebracht sind. Ich hab nicht mal den Trailer gesehen. Ich hab nicht mal... Hast du schon mal Assassin's Creed gespielt? Ja. Aber... nicht mal durch. Nee, ich hab den ersten Teil damals, als ich in England war. Ich war auf so einem Auslandsmonat. Und da habe ich mir das gekauft. Weil es da ab 15 war. Ja, badass. Und ich mache jetzt meinen ersten Orden übrigens. Und dann habe ich es in Deutschland angefangen, bei meinem alten Computer. Und ich habe es aber auf dem neuen Computer nie installiert. Okay. Also, ich habe es nie weitergespielt. Ich fand die Steuerung auch ziemlich umständlich mit Tastatur und so. Und ich werde das, glaube ich, auch erst machen, wenn ich einen Controller habe. Ich glaube, den Xbox-Controller kann man dafür verwenden, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, meine erste Konsole, meine erste und letzte war PlayStation 2. Doch, ich bin dafür, wir reden mal über unsere Zocker-Vergangenheit. Wie hast du mit dem Zocken angefangen? Das ist eine gute Idee. Wie soll ich das denn wissen? Ich glaube, mein erstes Spiel war Sims. Sims? Ja. Männlich. Okay, was war mein erstes Spiel? Ich glaube, mein erstes... Also ich habe damals angefangen... Also, wann habe ich... Gameboy auch, oder? Ja, wie du allgemein auf Zocken gekommen bist. Dann war es Pokémon. Aber auch nur, weil meine Freunde mich gezwungen haben. Deine Freunde oder deine Freundin? Freunde. Ach so. Okay. Und dann fand ich das geil und hab dann... Dann wurdest du süchtig. Ja. Okay, süchtiger Mike. Okay, ja, ich hab damals auch mit so... Nee, meine erste Konsole war kein Gameboy, sondern... Ich glaube, meine erste Konsole war so eine Nintendo, wie hieß das, N64? GameCube. Achso, GameCube. Nee, GameCube. So, da hatte ich damit so ein... Damit hatte ich, weiß ich nicht. Dann kam die PlayStation 1, dann kam Gameboy, dann kam PlayStation 2... Irgendwann bin ich dann auf Computer rübergegangen, dann habe ich WoW gesuchtet. Was? Ja, ich habe 2 Jahre lang oder so WoW gespielt. Da muss man auch immer so, also ich habe es noch nie gezockt, aber habe gehört, du musst das so monatlich bezahlen oder so. Naja, also WoW funktioniert so, du machst das so, du bezahlst einmal für das Spiel. Also die ersten 3 Erweiterungen gibt's, glaube ich, mittlerweile für 10 Euro oder so. Okay. Und das Originalspiel, da hast du dann einen Monat gratis drin und du kriegst auch immer mal wieder einen Monat geschenkt. Das, so ist es nicht, weil die haben es mittlerweile echt nötig, weil das echt kaum noch jemand spielt. Weil die haben halt mit den Add-ons halt einfach alles verkackt. Echt.
Echt? Und. Aber die haben doch so eine neue Erweiterung, wo man Level 100 werden kann, oder nicht? Ja, das ist ja toll, aber die haben mit einer Erweiterung, finde ich, alles verkackt. Da haben sie die komplette Welt mal geändert, so. Dass alles Deswegen so spielst du nicht düsterer mehr. ist. Da, mit der Zeit habe ich aufgehört, ja. Dann habe So. ich letztens mal wieder mit Mists of Pandaria angefangen. Auf jeden Fall bezahlst du dann irgendwie monatlich 10, 12 Euro, glaube ich, war das mal. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so viel. Ich weiß es nicht. Wir haben natürlich beim ersten Orden jetzt einen ordentlichen Vorteil, weil wir das Wasser-Pokémon genommen haben. Und Ich ja. dachte, du hast den ersten schon. Nee, ich habe zwei Accounts, einen privaten zum Zocken und einen zum Ach so. Aufnehmen. Das ist ja doof, wenn ich meinen privaten immer weiterspiele und dann die beim Let's Play da irgendwann nicht Ja. weiter oder nicht wissen, wie ich da hingekommen bin, weißt du? Deswegen, ich achte halt auf meine Abonnenten. Ich habe ein Herz für Abonnenten. Und für Schokolade. Schokolade! Schokolade! Oh mein Gott. Du achtest auf Go deine back. Abonnenten, Ja, erstmal die Leute Besonders auf dich. anschreien, dass die Ohrenkrebs bekommen. Ja. Aber weißt du, wir müssen jetzt immer mit Pokémon so ein bisschen im Hintergrund spielen. Und dazu müssen wir uns irgendwelche Gesprächsthemen ausdenken. Der Pokémon Talk ist das dann. Der Lol. Pokémon Talk über andere Spiele. Hä, kann man fünf Pok Delete, ach so. Was? Ich muss eine Attacke für meine neue Attacke löschen. Ich dachte gerade so, hä, wieso kann ich fünf Attacken auf einmal haben? Das stimmt. Also du warst der Typ, der auch immer die ganzen unnötigen Sachen gelöscht hat, wie Schwanzwedeln und so, was die Verteidigung so gesenkt hat von Was? dem Gegner, ne? Diese Attacken. Nee. Du meinst so Nein? Holder und so ein Scheiß? Ja. Also die habe ich Das noch habe ich immer weggemacht. gelöscht. Ja, Ja, ich genau, auch das nicht. meinte ich. Also Weil die ich find's auch unnötig waren, die habe ich dumm, nie die zu benutzt. behalten. Ich habe Rocco getötet. Leaked Bulldabur, received Bulldabur from Brock. Es war immer so Oh Deko-Attacken ja, für jetzt. mich. Deko-Attacken. Aber so wie Schlafpuder oder Giftpuder, das wäre noch okay. Ja, oder paralysieren oder so. Aber am besten sind die Attacken, die Schaden machen und dann noch so einen passiven Effekt haben wie halt hier Aquawelle. Verteidigung senken oder so. Ja, nein, das kapiere ich nicht. Das merkt man doch gar nicht. Ja, also ich glaube nicht, dass man das extrem merkt, aber vielleicht, wenn die Verteidigung gesunken ist, dass man trifft man mehr kritische Treffer oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Ach, ich habe so So, lange nicht mehr Pokémon gespielt. ja, wir müssen, also wenn es einer von euch weiß, dann soll er mir das bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich will wissen, was diese Verteidigung und Co. genau bringen. Ich weiß nicht, ob man mehr Schaden macht oder ob man dann kritisch getroffen wird öfter. Ich weiß es nicht. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare und wir sind jetzt auch gleich bei 15 Minuten. Ich würde mal sagen, ich gehe hier noch ein bisschen in der Stadt rum und gucke, was ich hier irgendwie noch irgendwas kriege von den Typen. Aber dann haben Ja. wir das Ziel der Folge nicht geschafft. Wir haben uns immer noch nicht getroffen. Ja, aber so lange kann ich nicht mehr aufnehmen. Welche Stadt bist du denn? Pewter City. Und ich komme hier auch nicht raus, weil wenn ich hier rausgehe, dann greifen mich 12 Millionen Trainer an. Und darauf habe ich jetzt keinen Bock, weil So. dann geht die Folge wieder noch eine Stunde länger. Dann verschieben wir das auf die nächste Folge. Wir haben dafür unsere Zockervergangenheit angefangen. Da können wir ja nächstes Mal fortsetzen. Was war dein Lieblingsspiel oder sowas? Und ich sag dann erstmal wieder, bis zum nächsten Mal. Abonniert. Schaut bei dem Mike vorbei. Der hat keinen YouTube-Kanal, aber schaut vorbei. Genau. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tschüss.